jedes Jahr kommen zahlreiche Busreisende ins Ibstal, um die wunderschöne Gegend kennenzulernen. Dabei besucht man auch oft Firmen, wie hier eine sehr bekannte Geschirrmanufaktur, wo man Heferl und Pfannen beim Entstehen beobachten kann. Wenn man dann im Schmiedezentrum Ipsitz ankommt, kehren Busreisende beim Gasthof zum Goldenen Hirschen ein, der für seine Qualität von regionaler Küche und Keller und seine flinke und freundliche Bedienung bekannt ist. Kaum angekommen stehen in der traditionellen Gaststube schon die Getränke für den ersten Durst auf dem Tisch und auch die Suppe lässt nicht lange auf sich warten. Was bietet heute der Küchenchef für seine hungrigen Busgäste? Die Busreisen kriegen heute Frittatensuppe, Rahmsuppe, Schmiedepfandl, Eisenstraßenteller, Hammherrenpfandl und eine Forelle. Für größere Gesellschaften steht ein Saal zur Verfügung und im Sommer lockt der Gastgarten mit dem gemütlichen Salettl. Natürlich darf auch Kaffee und Kuchen nicht fehlen. Bis jetzt hat es mir ganz gut gefallen, also mit meiner Gruppe, ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Wir haben da das Essen vorbestellt im Gasthaus zum Goldenen Hirschen und es war alles sehr in Ordnung, sehr gut. Und ich bin mir sicher, wir fahren nur einmal daher und machen einen zweiten Tagesausflug, dass wir sich die Eisenstraße anschauen können. Nach dem Essen geht es zumeist noch in die Eisenerlebniswelt Ferrum und zu den Schmieden entlang der Schmiedemeile. Für einen gemütlichen Abschiedstrunk sorgt wieder der Goldene Hirsch. Wer Qualität schätzt, kommt zum Goldenen Hirschen.